Vitamin B3, Niacin, seine positiven Auswirkungen auf den menschlichen Körper und historische Fakten, was passiert, wenn der Mensch kein Vitamin B3 bekommt, die katastrophalen Auswirkungen eines Vitamin-3-Mangels. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für euren Körper tun wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Hier bekommt ihr immer die richtigen Informationen, wie ihr das am besten macht. So, das heutige Thema ist Vitamin B3, Niacin. Früher auch bekannt unter Nicotinsäure, gehört zu den wasserlöslichen Vitaminen des B-Komplexes. Fett ist für die ordnungsgemäße Verstoffwechselung also nicht vonnöten. Vitamin B3, Niacin oder früher bekannt als Nicotinsäure wurde 1867 von C. Huber bei der Oxidation von Nikotin entdeckt, deswegen auch der veraltete Begriff Nicotinsäure teilweise noch. Ein äußerst wichtiges Vitamin für den menschlichen Körper, vor allem, es hat verheerende Auswirkungen, wenn man es nicht hat. Und jetzt schauen wir uns einmal die Funktion im menschlichen Körper an, von des Vitamines. Wie alle Vitamine des B-Komplexes bildet sich auch als Vitamin B3 Coenzyme, die bei der Verstoffwechselung von Kohlenhydraten, Eiweiß und Fette unabdingbar sind. Ein weiterer positiver Effekt von Vitamin B3 ist aber, es steigert das HDL-Cholesterin und es senkt das LDL-Cholesterin. Ist ja immer als das Gute und das Böse bekannt. Im Endeffekt ist ja aber nur das HDL-Cholesterin das Cholesterin, was von der Zelle wieder zurück zur Leber kommt, damit es wieder recycelt wird. Und das LDL-Cholesterin wäre dann das Cholesterin, das von der Leber in die Zelle gelangt. So viel dazu. Eigenes Video dazu, oben in der Infobox. Cholesterin, wichtig zu wissen, um was es sich dabei handelt. Der positive Effekt auf das HDL-Cholesterin ist nachgewiesen, soll auch zu einer leichten Senkung des LDLs dadurch kommen und ist medizinisch jetzt schon ausgetestet worden, sozusagen durch die Gabe von Niacin, den Cholesterinspiegel zu senken. Ist aber die Versuchsreihe, oder besser gesagt, diese Behandlungsmethode wird jetzt nicht mehr durchgeführt aufgrund der hohen Dosierung, die man dafür benötigt und der Nebenwirkungen, die dadurch entstehen. Also jetzt vor allem durch pharmazeutisch hergestelltes Niacin jetzt nicht wirklich eine gute Idee. Die gute Nachricht beim Vitamin B3 ist, das kann der Körper selber erstellen. Und zwar aus der Aminosäure Tryptophan. Sollte man natürlich auch verstärkt in Ernährung haben. Aber dann kann man natürlich jetzt niacinreiche Lebensmittel essen und tryptophanreiche Lebensmittel und wird da in keinen Mangel hineinkommen. Wenn man es jetzt pharmazeutisch zu sich nimmt, aus therapeutischen Gründen, da kann es dann zu einem sogenannten Flascheffekt kommen, da kommt es zu Hautrötung und Hitzewallungen. Das ist ungefähr im Bereich von 500 Milligramm zu wissen. Man kann ja auf der Schachtel nachschauen, wie hoch dosiert das ist. Wenn es zu dieser unangenehmen Nebenwirkung kommt, wird die Dosierung zu hoch sein. Der Tagesbedarf von Niacin ist relativ hoch, auch von öffentlicher Seite zwischen 11 und 15 Milligramm. Im Vergleich jetzt zu anderen Vitaminen des B-Komplexes. Ist für einen gesunden Menschen natürlich wieder mal nur die Untergrenze, dass man nicht in einem akuten Mangel ist. So, jetzt schauen wir uns einmal an, wo ist Niacin in der Nahrung enthalten. Dann wieder als erstes die tierischen Produkte. Fisch, Fleisch, Eier. Und Eier haben bis auf Vitamin C wahrscheinlich so ziemlich alles in ausreichender Form drinnen. Pflanzliche Quellen wären jetzt Pilze und Nüsse haben viel. Mungobohnen, wer es gerne asiatisch haben möchte, haben Mungobohnen oder Mungobohnenkeime natürlich. Wenn es gekeimt ist, haben es noch mehr drinnen, auch immer gute Eiweißquelle. Getreide und Mais enthalten auch Niacin, aber leider in gebundener Form. Das heißt, das kann der Körper nicht wirklich gut verstoffwechseln. Und da kommen wir jetzt zu den historischen Fakten. Was passiert, wenn der Körper kein Niacin bekommt? Was sind die Auswirkungen? Und eine richtige Epidemie, die über unsere ganze Welt hinweg gefegt ist, war Pellagra. Das gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. Pellagra ist eine Erkrankung, wenn man kein B3 bekommt, wenn man zu wenig Niacin hat. Oder gar keines wahrscheinlich. Da kommt es dann zu Hautentzündungen, zu Juckreiz, es kommt zu Beschädigungen des zentralen Nervensystems und verstärkt zu Darmentzündungen, zu gravierenden. Und so wie es die der Natur gibt, ist es immer in Ordnung und wenn der Mensch glaubt, er kann irgendwas besser machen, dann kommt es immer zu irgendwelchen Katastrophen, ernährungstechnisch vor allem. Und die Geschichte von Pellagra ist nun folgende. 1492 hat ja Kolumbus Amerika entdeckt, dann kamen die spanischen Konquistadoren im 15. und 16. Jahrhundert und haben neben Gold und Edelsteine und Sklaven, was sie dort alles für sich in Anspruch genommen haben, auch den Mais entdeckt. Und vor allem haben sie den Mais dann
nach Europa gebracht und in weiterer Folge dann auch nach Nordamerika, also in die heutigen USA. Und dort ist es dann großflächig angebaut worden. Hat einen immens hohen Ertrag natürlich und gerade für die ärmere Bevölkerung in Südeuropa war das jetzt das Grundnahrungsmittel. Großer Ertrag, damit kann man natürlich viele Menschen satt machen. Und da ist ein Konquistador natürlich durch Südamerika mit seinem Schwert und der Muskete ohne viel zu fragen jetzt durchmarschiert ist und sich alles angeeignet hat, hat er eine grundsätzliche Information nicht miterhalten. Nämlich, dass gerade die Azteken oder diese Stämme in Mittelamerika, die ja Mais verstärkt angebaut haben, ihn angebaut haben, in Kalkwasser eingelegt haben, das ist alkalisch, das kommt dann zu einer Alkalifizierung und das Niacin wird dann erst freigesetzt. Das heißt, wenn man den Mais diesem ersten Behandlungsschritt nicht unterzieht, kann der menschliche Körper daraus das Niacin nicht verstoffwechseln. So, es wurde jetzt überall angebaut, in Südeuropa, später dann in Teilen der USA genauso. Die Information stand nicht zur Verfügung, die Bevölkerung hat sich dementsprechend ernährt und es kam zu Pellagra-Epidemien. Von medizinischer Seite ist jetzt davon ausgegangen worden, dass das Grundnahrungsmittel ist ja schon im Verdacht gestanden, dass es damit irgendwas zu tun hat. Und schulmedizinisch ist davon ausgegangen, dass sich Toxine gebildet haben. Dass es sozusagen zu einer Vergiftung kommt und nicht durch einen Mangel aufgrund der falschen Verarbeitung des Lebensmittels. Ein einziger Arbeitsschritt ist unterlassen worden und das Lebensmittel ist sozusagen schon gefährlich oder wertlos, zumindest was Betreiber anbelangt. Und es hat hunderte von Jahren gedauert, bis die ersten Forscher dann raufgekommen sind, vor allem bei der Entdeckung dann des Niacins 1867, hat es noch zig Jahre gedauert, bis Pellagra überhaupt erst im Zusammenhang mit einem B3-Mangel dann gesehen wurde. Die erste Behandlungsmethode war dann mit Bierhefe, mit einem hohen Niacingehalt. Und in den entsprechenden Regionen leerten sich dann schon langsam die Irrenhäuser und die Nervenkliniken, nur aufgrund dessen, dass mit Bierhefe jetzt genug Niacin in der Ernährung des Menschen wieder war. Das heißt, die Leute sind weggesperrt worden in der Zwangsjacke, hatten Haut-, hatten Darmprobleme und im Endeffekt war es wieder nur ein Wirkstoff, der gefehlt hat, der diese ganzen Probleme verursacht hat. So, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt ein paar interessante Fakten zum Thema Vitamin B3 geben, vor allem wo es überall enthalten ist und dass wir echt froh sein können, dass wir uns so umfangreich ernähren können. Man muss es natürlich auch in Anspruch nehmen. Wenn man immer das Gleiche isst, hat man halt immer das Problem, dass man vielleicht irgendwo in einen Mangel hineingerät. Die Nahrung immer breit aufstellen, so natürlich wie möglich essen, da ist man immer am besten dabei. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, wisst ihr, wann die neuesten Videos kommen. Teilt unbedingt das Video und am Schluss wieder das Wichtigste, bleibt oder werdet gesund.